Da bin ich wieder mit einer neuen Videoanleitung. Und zwar geht es hier um dieses Gutscheinkarten-Matchbook mit Hebemechanismus. Und du brauchst auch nichts mitschreiben oder so. Unten in der Videobeschreibung, wenn du auf mehr ansehen klickst, habe ich dir alle Maße, alle Materialangaben hinterlegt. Und für den Rest bleib einfach dran. Wir starten mit dem Papierschneider und zwar halbierst du am besten schon mal einen Bogen DIN A4 der Länge nach. Das heißt, bei 10,5 cm wird das angelegt und geschnitten. Ich habe das einmal vorbereitet. Dann wird das Ganze im Querformat eingelegt bei 9 cm und gefalzt. Dann drehst du das nochmal um 180 Grad, dass die andere Seite nach links zeigt und legst es bei 6 cm an und falzt auch hier einmal. Dann benötigst du noch ein Stück Farbkarton in 9 x 20 cm, falzt es auf der rechten Seite bei 1,5 cm und auf der anderen Seite bei 5,5 cm. Das habe ich schon mal soweit vorbereitet. Das Ganze wird jetzt einmal gefaltet und zwar nach innen. Ja, das ist jetzt hier das große Stück. Mit dem Falzbein kannst du nochmal nachziehen, dann hast du ein paar schärfere Knicke. Dann sieht das so aus, dass es hier fast bündig abschließt. Also das sind so 1-2 mm, die dann noch überstehen. Und auf der anderen Seite falzt du es so, dass die große Lasche nach innen zeigt und die kleine Lasche in die andere Richtung. Das war auch schon der ganze Zauber. Und jetzt geht's ans Dekorieren. Ich mache weiter mit dem Designerpapier Party im Zoo. Es ist so schön, weil die Motive nahezu fertig koloriert sind. Und manche kannst du ausschneiden, manche ausstanzen. Und wie du siehst, auf jedem dieser Bögen sind Motive. Auf der Rückseite sind dann kleinere Muster, hauptsächlich in Schwarz-Weiß gehalten. Auch davon wird was benötigt. Als erstes schnappe ich mir das Krokodil und das wird einmal ausgestanzt. Dafür haben wir die Stanzformen vom zuckersüßen Zoo und das kleine Krokodil, das ist ganz passgenau. Das wird hier einfach nur draufgegeben und durch die Stanz- und Prägemaschine gegeben. So, das ist jetzt einmal ausgestanzt und ich möchte jetzt hier noch den Fahrradrahmen ein bisschen kolorieren, damit es nicht ganz so nackig aussieht. Dazu nehme ich meinen Stampin' Blend in Glutrot und mal einfach mal so ein bisschen hier den Fahrradrahmen an, auch nur ganz dezent, nur dass da noch so ein kleiner anderer Farbtupfer reinkommt. So. Ja, ein bisschen übergemalt, dann male ich ein bisschen richtig über, so, und sieht aus wie gewollt. Und das Ganze, das kommt dann hinterher vorne auf die Karte. Ich benutze jetzt das Stempelset Zuckersüßer Zoo, aber nur für den Spruch. Ich möchte hier einmal den zum Geburtstag viel Glück Stempelabdruck haben. Und dazu nehme ich hier mein schwarzes Memento-Kissen und stemple einmal den Text, den ich anschließend mit einer Kreisstanze ausstanze. Oh, der sieht scheiße aus. Das machen wir nochmal. Oh, was ist das denn? Den nehme ich. Das ist jetzt der ausgestanzte Spruch. Das ist ein größerer Kreis aus den Basics mit Pep. Das brauche ich außerdem. Ich zeige dir hier nochmal kurz. Das sind hier diese mit dieser tollen Stickkante. So, dann brauche ich ein weiteres Stück. Das ist mit der Stanz-Prägemaschine geprägt. Da haben wir jetzt gerade so ein Dreier-Sortiment von den Prägeformen, die ganz schön sind. Sie sehen so aus. Ich verlinke dir das alles unten in der Videobeschreibung. Und da siehst du das nochmal von dicht. Und außerdem habe ich Designerpapier zugeschnitten. Das ist einmal für die Innenlasche, hat die Maße 8,5 x 10 cm. Das ist für die Außenlasche, hat 5,5 x 10 cm und das ist für die Außenlasche des Innenteils. Der hat die Maße 5 x 8,5 cm.
Das Ganze baue ich jetzt einmal zusammen. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich brauche noch eine Wellenkante, weil wir haben ja in diesem zuckersüßen Zoo in den Stanzformen hier diese Wellenkante. Und die möchte ich eben noch als Verschlusssicherung haben. Und dazu stanze ich einfach nochmal ein Stückchen Farbkarton aus mit der Breite 10,5 cm und das wird dann hinterher noch aufgeklebt. Mit diesen schmalen Stanzformen ist das manchmal ein bisschen tricky. Die können schnell mal in der Schneidemaschine verrutschen. Und wir möchten ja jetzt hier links und rechts einen gleichmäßigen Abstand haben. Und dazu nehme ich jetzt einfach so ein paar Haftnotizen zu Hilfe und fixiere das hier einmal auf dem Papier, bevor ich das durch die Papierschneidemaschine gebe, damit es dann gleichmäßig ist. Und anschließend wird das nur noch auf die richtige Länge gekürzt. Das ist jetzt die ausgestanzte Wellenkante und da schneide ich jetzt einfach ein Stückchen runter. Da darf das gar nicht so breit werden, beziehungsweise nicht so stark über die Karte rüberragen. Es soll ja trotzdem noch nett aussehen. Ich versuche das jetzt erstmal mit dieser Breite. Das sind dann jetzt so etwas über einem Zentimeter. Das dürfte lang und nicht zu hakelig sein. So. Dann haben wir jetzt alles zusammen und können die Karte nun zusammenbauen. Ich klebe jetzt einfach erstmal die Deko auf. Das ist einmal hier dieses geprägte Stück. Das kommt von vorne auf die große Lasche. So. Das einmal hier drauf. Die Prägeformen, die sehen manchmal so aus, finde ich. Aber wenn man das Geprägte wieder sieht, dann ist das wieder total schön. So, das kommt hier drauf. Jetzt muss ich einmal kurz gucken. Na, hier soll die Wellenkante hin. Die soll auch nur so ein ganz bisschen hier eben so drüber ragen, damit hier hinterher der Verschluss hinter kann. Weil, wie gesagt, das ist ja fast gleich lang. Damit es ja nicht zu hakelig ist, soll das Stück hier oben kurz sein. Also klebe ich das einmal mit dem Flüssigkleber fest und erst anschließend die Deko. So. Die Deko. Das ist ja auch Deko. Das Designerpapier, meinte ich. So, jetzt kann ich das hier noch so ein bisschen runterschieben. Und schauen, dass das hier passend abschließt. Siehst hier ganz gut zwischen den Wellen, ob da noch Papier zu sehen ist von der Rückseite. So, jetzt müsste das ganz gut passen. Und jetzt kommt da dieses dunkle Teil hier vorne drauf. Der Rand, der hier drunter so ein bisschen zu sehen ist, das wird hinterher wieder mit dem Geschenkband verdeckt. Und falls du dich jetzt fragst, warum ich das nicht von innen gegenklebe, dann sieht man den Rand ja auch nicht. Dann kann das aber wieder sein, dass dieser Mechanismus von innen hakelt. Und deswegen mache ich das von außen. So. Einmal das. Jetzt kommt von innen auf diese Lasche das große Stück. Du kannst das auch komplett weiß machen. Es ist halt nur gut, wenn man diese Lasche von innen beklebt, bevor man diesen Ziehmechanismus reinpappt. Sonst passt das hinterher alles wieder nicht. So, hier vorne kommt das helle drauf. Und dann kannst du, wenn du magst, entweder vorne, bevor du es zusammenklebst, mit der Kreis, also mit dem Halbkreis. Oh Scheiße, jetzt habe ich hier Mist gemacht. Ich korrigiere die Maße nochmal. Also wie gesagt, die findest du ja hinterher unten unterhalb des Videos.
Hilfe! Ich habe hier irgendwo doch noch meinen Klebemittelradierer. Die sind echt Gold wert. Schade, dass wir die nicht mehr im Sortiment haben. Naja, gut, also du kannst jetzt entweder das Ganze zukleben schon oder du nimmst eine Kreisstanze und stanzt hier einmal so einen Halbkreis rein. Und ich glaube, das mache ich auch mal eben. Das sieht nämlich ganz hübsch aus. Bin gleich wieder da. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe das hier einmal mit meiner Haftnotiz fixiert, damit mir es beim Stanzen nicht verrutscht. Und habe jetzt auch hier von der Außenseite diese schöne gestanzte Stickkante. Jetzt nehme ich einfach etwas Abreißklebeband. Genau. Das wird hier an den Außenkanten befestigt. Hey, Jeanette, das ist zu lang. Ja, ich weiß. Da habe ich noch einen Klebetrümel. Das kann ich gleich nach innen umschlagen. Also hier steht der Kleber über, da geht man einfach so mit dem Finger drüber und klappt das einmal so nach innen. Und hier steht noch ein bisschen Papier über, da habe ich nicht ganz sauber gearbeitet. Das kann man zum Glück immer noch mal alles wieder korrigieren. Da kann man hier dieses Papier, den Farbkarton als Folien nehmen und da einfach sauber abschneiden und dann passt das wieder. So, und jetzt wird das Ganze nur noch nach innen umgeklappt. Das ist denn die Tasche, wo die Gutscheinkarte reingesteckt werden kann. Und jetzt brauchen wir hier auch noch ein bisschen Kleber. Dazu nehme ich wieder das Abreißklebeband und setze das hier oben einmal an der Kante an. Ah, oh, scheiße. Es ist doch immer irgendwas, oder? Total geil. Oh je, Leute. Das ist der Grund, warum ich in letzter Zeit so wenig Videos gedreht habe. Irgendwie, naja, egal, ich lasse das jetzt so. Ja, einmal repariert, Flüssigkleber passt. So, das wird jetzt einmal hier abgezogen. Huch, na komm. Oh, scheiße, ey. Wahnsinn. Seht's mir nach, ich bin etwas aus der Übung. So, das geht einmal ab. Dann wird das hier oben an der Kante angelegt. Also hier oben diese Knickkante. Dazu kannst du es auch einfach ein Stückchen hochklappen, um das so ein bisschen auszurichten. Und hier links und rechts, da schaust du einfach, ob der Abstand ungefähr passt. Dann wird einfach nur die obere Seite umgeschlagen und dann klebt es da oben fest. Das ist der Ziehmechanismus. Also wenn das jetzt zugeklappt ist, dann kannst du immer wieder auf und zu machen und dann guckt hier diese Geschichte raus. Jetzt möchte ich mit Geschenkband hier diesen Verschluss machen. Dazu nehme ich dieses in Limette. Das gibt es im Doppelpack, beziehungsweise sind zwei Rollen drin. Eine Rolle in Rosa und eine in Limette. Und jetzt darf das Ganze nicht zu straff werden. Ich wickel das einmal hier komplett rum. Die Rückseite kannst du, wenn du möchtest, auch noch bekleben, wenn das Geschenkband hier drum ist. Ich lasse das so. So. Das darf jetzt nicht zu stramm, damit man das Ganze hinterher noch geschmeidig auf und zu bekommt. Und ich mache jetzt anstelle einer Schleife einfach nur hier so einen Knoten. Und schneide den hier einfach ab. So, also du siehst, es ist nicht ganz fest, weil ich möchte, dass das hier hinter noch gesteckt werden kann, um das Ganze zu verschließen. Ja, du kannst das Geschenkband auch noch so ein bisschen runterschieben, wenn du hier so ein bisschen Spannung raushaben möchtest. Ja, es hakelt jetzt hier ein bisschen. Aber das passt schon. So, also so geht's auf. Und wenn du es zumachst, dann biegst du es einfach wieder ein Stück nach vorne und schiebst das Geschenkband wieder ein Stückchen nach oben. Und dann sieht das so aus. Okay? Jetzt möchte ich hier einfach nur noch das Krokodil drauf befestigen. Dazu nehmen wir hier einmal den ausgestanzten Kreis, ein paar Stampin' Dimensionals mit drauf, damit das Ganze so ein bisschen nach oben hebt.
glaube, die Dimensionals, die sind noch ein bisschen älter. Die früher, die haben immer so gepappt, da hat man nicht mal mehr die Trägerfolie vernünftig runtergekriegt. So, das einmal da drauf. Dann kommt jetzt das Krokodil. Auch mit Stanton Dimensionals vorne auf die Lasche. Das, was jetzt hier rot ist, das ist der durchgeblutete Stampin' Blend. Ich habe jetzt auch diesmal gar nichts runtergepackt, das ist gerade nochmal gut gegangen. Normalerweise, wenn du mit diesen Stiften malst, dann musst du gucken, dass du immer eine schöne Abdeckung hast, damit dir der Tisch nicht versudelt wird. So, dann nur noch der Spruch und dann ist das Ganze auch schon fertig. Ja, den hier einmal drauf. Zum Geburtstag. Viel Glück. Zap, 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 aus die Maus. Fertig ist das Gutscheinkarten-Matchbook. Das nächste Video von mir geht hoffentlich wieder ein bisschen schneller. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß beim Zuschauen und wie gesagt, die ganzen Materialien und die Maße findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Liebe Grüße und bis bald.